Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Landstefan natürlich mal wieder, heute mit etwas veränderter Kulisse im Hintergrund. Grund dafür, ich bin gerade im Umzugsstress, deswegen seid ihr mir hoffentlich da auch nicht böse, wenn die Videos im Moment ja in bisschen unkoordinierten Zeiten kommen. Ich versuche natürlich trotzdem euch auf dem Laufenden auch zu halten. Und ja, heute beschäftigen wir uns mit drei Neuzugängen unseres SK Sturms aus den letzten Tagen. Das sind nämlich Lukas Grozurek, Raphael Obermeier und Markus Pink. Wir fangen an mit Lukas Grozurek. Der kommt von der Admira, linker Flügelspieler, der war auch im Sturm, auch zu Hause ist eben. Und ich würde sagen, der 26-jährige Österreicher ist eine gute Verpflichtung. Er soll Thorsten Röcher eben für links beerben, der ja bekanntlich Richtung Ingolstadt abgewandert ist. Und ich glaube, ja, dass mit Grozurek man nicht viel falsch machen kann. Da waren ja nicht nur wir dran, auch die Admira soll ja ein Interessent gewesen sein. Und ja, das war sowieso eine ganz interessante Sache da mit der Admira und Grozurek, denn da wollte sich aus dem Vertrag eigentlich schon rausklagen. Da gab es ja so ziemliche Streitigkeiten zwischen den beiden Parteien. Im Endeffekt hat die Admira, wie man hört, eine kleine Ablösesumme bekommen. Für Sturm war es auf jeden Fall wohl nichts Extremes, wo man sich aus dem Fenster weit strecken musste. Und ja, mit Grozurek bekommt man, glaube ich, einen guten Neuzugang im besten Fußballalter mit 26 Jahren. Also da ist nicht viel verhaut, hat auch eine souveräne Saison bei der Admira gespielt und generell eben durchaus eine Personalie, wo ich einfach glaube, das Ganze Grozurek und Sturm könnte gut passen. Dass er mehr als eine Position spielen kann, ist auf jeden Fall auch kein Nachteil. Von dem her, ich würde sagen, ein bisschen vorab Kreisel und natürlich Vogel alles richtig gemacht an der Stelle. Der nächste Neuzugang wäre Raphael Obermeier, ein 22-jähriger Deutscher vom FC Bayern München 2, der an die Mur wechselt. Obermeier wird wohl den wenigsten ein Begriff sein, mir im Übrigen auch nicht wirklich, außer vielleicht die Bayern-Insider, die vielleicht da dabei sind bei den Schwarz-Weißen. Und ja, bei Obermeier ist es eine Wundertüte, ganz klar. Also das Risiko selber ist ein relativ geringes. Er wird jetzt nicht wirklich extrem viel Gehalt beziehen, nehme ich mal an. Und Ablöse hat man auch keine bezahlt. Mit 22 noch relativ entwicklungsfähig. Also auch das auf jeden Fall Punkte, die für diesen Transfer sprechen. Auf dem rechten Flügel ist er eher zu Hause. Kann auf links, wie gesagt, auch ausweichen. Also man hat da, glaube ich, schon einen jungen Spieler mit viel Potenzial. Und man muss einfach gespannt sein, wie das Ganze dann auch sich entwickeln wird. Heiko Vogel kennt ihn, wie gesagt, aus der Zeit bei Bayern 2 und mal schauen, was da im Endeffekt rauskommt. Könnte sein, dass es vielleicht eine ähnliche Entwicklung wie bei Essay nimmt. Den hat ja auch keiner gekannt, kam aus dem Nichts und jetzt ist er Publikumsliebling. Und natürlich wünsche ich mir auch für uns schwarz-weiße Fans, dass es bei Obermeier eine ähnliche Entwicklung geben könnte. Also da einfach mal abwarten und Tee trinken. Und der dritte Neuzugang, das für mich der überraschendste von diesen dreien, ist Markus Pink. Markus Pink, neu vom SV Mattersburg zum SK Sturm, hätte ich mir so eigentlich nicht ausgemalt. Also bei Markus Pink war ich schon ziemlich überrascht, was jetzt wirklich hinter diesem Transfer steckt. Nicht, dass ich ihn jetzt so extrem schlecht finde, aber er ist bei Mattersburg auch nicht sonderlich groß positiv jetzt aufgefallen, für meine Begriffe zumindest. Markus Pink, 1,88 großer Stürmer, der aber bei den Burgenländern vermehrt auf den Flügel zum Einsatz gekommen ist in letzter Zeit, aber eben auch geschuldet durch seine großen Konkurrenz auf der Position des Stürmers. Da hat man ja mit Prävliak, mit Meierhofer, Bürger und so weiter durch einiges an Konkurrenz gehabt in der letzten Saison. Und ja, deswegen musste Pink auf den wohl ungeliebteren Flügel ausweichen. Bei Sturm ist auf jeden Fall als Stürmer eingeplant, gehe ich davon aus. Ich nehme auch an, dass er der Ersatz einfach von Zulechner sein wird, der, wie man kürzlich gehört hat, uns auch verlässt. Und ja, ich rechne damit, dass Pink eher der Backup-Stürmer sein wird. Ich glaube nicht, dass jetzt Pink wirklich so die letzte Bastion der Offensive sein wird, die unsere Blackies verpflichten. Also sollte Danny Allah uns ja auch verlassen, wird definitiv noch einer kommen. Davon gehe ich einfach mal sicher aus. Bei Peter Schul sowieso eine andere Geschichte. Aber im Sturm glaube ich, dass da noch was passieren wird. Bei Markus Pink hat man einen Bundesliga-erfahrenen großen Spieler. Also auch damit man wieder ein bisschen in puncto Kopfballstärke der Offensive an Raum gewinnt. Es kann funktionieren, also ich nehme mal an, gehaltstechnisch wird es auch nichts Extremes sein, auch keine Ablöse, das Risiko ist gering, er kennt die Bundesliga und das könnte insgesamt, glaube ich, ganz gut passen, auch trotzdem. Also man muss ihm eine Chance geben. Ich bin persönlich noch ein bisschen skeptisch, ob wirklich die Qualität für unsere Blackies auch reicht, aber bei Pink gab es ja auch, ich glaube vor gar nicht allzu langer Zeit, eine richtig starke Saison bei Mattersburg, wo er doch so ein bisschen einiges an Toren abgeliefert hat und mal schauen, ob er vielleicht wirklich auch eine
besseren Mitspielern wieder zu dieser Stärke zurückfindet und ob wir mit Markus Pimpt ja nicht doch einen insgeheim richtig guten Goalgetter verpflichtet haben. Mal schauen, ob dieser Griff aufgeht. Ja, Heiko Vogel und Günter Kreisel werden sich da schon was gedacht haben dabei und ja, ich bin gespannt an der Stelle. Und von dem her war es das dann eigentlich auch schon fast wieder von mir. Ihr könnt mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu diesen drei Neuzugängen ja so sagt und was eure Meinung dazu ist. Ob sie aufgehen, ob sie floppen, ob, ja, keine Ahnung, ob wir damit jetzt die Champions League gewinnen. Aber erstmal muss man natürlich die Hürde Ajax überstehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Auf jeden Fall wird es definitiv natürlich weitere Videos geben. Der Black Table, natürlich nicht zu vergessen, wird sich leider ein bisschen verschieben, aber wird auf jeden Fall noch früh genug alles ja, bekannt geben. Und wenn ihr sicher auf Nummer sicher gehen wollt und nichts verpassen möchtet, ja dann abonniert am besten den Kanal einfach und guckt eben ab und zu vielleicht bei Facebook, da eben auch bei der Lanz-TV-Page, da kommen auch die Neuigkeiten immer regelmäßig. Also, von dem her war es dann jetzt aber schon wirklich von mir und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.